Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Im letzten Part waren wir hier in der Welt 3 stehen geblieben und uns steht jetzt das Level 1-3 mit der Grusel Villa bevor, als auch das Level 3-4 Panik im Pastel. So, Level 1-3 mit der Grusel Villa, das ist so. I'm not a big fan of it, but wir müssen da durch. Deshalb machen wir das jetzt auch, aber. Also Trolling-Level sind schon eher kritisch, meiner Meinung nach. Aber weil es da drin wirklich Zero Skill habe. Also wirklich so gar kein Skill. Aber muss mal schauen, wie gut ich bin. So, meine Facecam, die ist gerade ein bisschen zu klein. So jetzt. Dann muss mal schauen, wie gut das alles klappt. So. Hier gibt es nämlich öfters mal mieseste Trolls. Ich meine, gut, wir sind aus Maumeckels und die versiedelsten Trolls gewöhnt, aber trotzdem braucht es nicht unbedingt. Ich glaube, hier gibt es doch gleich irgendwie sowas wie den ersten Stern, ne? Oder auch nächste, der war da unten. Scheiße. Ich weiß es gerade halt erst nicht mehr, deshalb werde ich einfach mal schauen. Was zum Henker hier? Ah, ich glaube, die Kauze hat dann was tun gehabt. Was war denn hier unten? Ja, hier war doch auch irgendwas, oder nicht? Ah, okay, nur ein paar Mützen. Gut zu wissen. Dann war es aber hier richtig, die Kauze, die fliegende Kauze. Die war das. Ja, klar, wenn man das Ganze einfach gespielt hat, ist es nicht mehr neu. Man weiß zumindest im Teil auch irgendwo die Secrets oder halt auch nichts, weil es einfach nur ein Tempel gibt, auch gut. Eigentlich nicht gut, aber es ist halt. So, was jetzt hier? Das war irgendwie komplett strange. Okay, aber irgendwie erstens eine verpasst. PC los. Gut, doch ein kleines bisschen irritierend, dass ich einfach die ersten Sterne verpasst habe, aber okay. Passiert. Weil bei so ein. Ah, scheiße. Trolling, da weiß man halt nie. Wo es ein Henker die sein sollen. Ich weiß nur, was hier definitiv. Oh nein, scheiße, Mann. Ich bin auch so dumm. Oh nö, kommt wieder. Natürlich gibt es hier keine Item. Wie man da misslungen denn, die dazu nicht helfen könnte. So unklarweise habe ich jetzt erst nirgends von Start gesehen für, das ist mies, aber dieses Level ist generell mies. Aber das ist eigentlich ganz gern nur noch. Enden. Natürlich. War das klar, dass hier mal wieder getrollt wird? Ja, es ist ja. Weil auch einfach irgendwo so random erscheint. Hier ab dem Safe State weitermachen. Ach nö. Das ist doch Katzerbild schneller springen eventuell. Aber warte mal, was sagt denn das hier nicht noch irgendwo was rumflackt? Irgendwie so like im Spiegel hopsen. Okay, schade, das wird nicht. Mies, mies, mies. Wir wissen jetzt oben auch nichts so wildes. Warte mal, hier war noch irgendwas. Das ist ja das hier auch keine Sterne gehabt, ne? Scheiß. Dachte, da wäre ein Stern gewesen. Nee, 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 Kinders. Nee, das war's halt.
Hier war das Ding mit dem Stern drauf in Lisle. Ich hoffe, es mir nicht erst wenigstens einen Stern hier ergattern können. Sieht aber gut aus. Ja, das war erst mies, wenn wir jetzt hier wirklich am Ende so gar keinen Stern gehabt hätten. Das war scheiße. Ja, sicher! Was machst du für eine Scheiße? Mann! Wenigstens haben wir einen Stern zu. Ja, perfekt. Ich kann eigentlich nur jetzt zum Ziel hasseln, ohne. Boah, verpisst es doch! Jetzt sind so dumm als Gesisten zu verrecken. Dies ist nämlich mein Ziel. Ja, seht ihr, es klappt alles perfekt. Das Spiel wird im Laufe der Zeit auch noch so sehr viel Frust führen, das sage ich auch sehr zummerkleist. Und einfach weil ich keinen Skill habe. Ja, komm mal, aber wie soll das dann erst dann auch machbar sein? Kommt ein großer von hinten und die kleinen, da muss das dann sein. Oh, Leute. Diesmal nicht, ne? Diesmal nicht! Verfickt nochmal, was machst du, Mario? Das bringt einmal auf den Geist. Jetzt geht's jetzt erst wieder los. Ach, das Sprinten ist manchmal eine Option, aber nicht immer. Zum fünften Mal so den Teil hier, ey. Ach, weil ich sonst nach dem zweiten Mal so gegessen gewesen wäre. Jetzt mal schneller springen. Ja, hahaha. Ha, ha. Wir werden gern getrollt, Nintendo. Das war's mal wieder mies hier. Aber ihr seht das an meiner letzten Anzahl oben. Ich hab aufstehend für genügend Level vorgesorgt. Diese Klitze zum Vorsorgen von Level lassen. Das sind Grüßen. So, wild. Wild. Haben wir auch noch eine Röhre, die sie am neuen Toad-Level führt. Aber zuerst wird es vorschlagen, machen wir mal 3-4. Panik im Pastell. Wir haben jetzt auch immer ein sehr bekanntes, beliebtes, beliebtes relativ gesehen, aber zeitlich begrenztes Level. Ich ein bisschen beeilen. Ich weiß leider echt nicht mal, wovon den ganzen Stuff. Digga, nicht mal ernst jetzt hier. Wovon den ganzen Stuff, den ganzen Stuff hier, die Sterne gar. Digga, David, was machst denn du? Nur weil ich überleben habe, sollst du auch nicht alle verschwenden, ey. Gar nichts für den Schritt. Gib mal nochmal Gas, dammit. Hier gab es nur den ersten Stern, wohl weiß ich nämlich noch. Wenn jemand den einmal hat, dann behält man den ja immer an etwas. Dann ist halt. Es braucht zwar Zeit, die ist halt einzusammeln, aber die ist mir auch wert. Ach cool, es gibt nur meinen Prinzessin Peach. Ready, David, ready. Aber dann ist jetzt den zweiten Stern, ist das so ein WTF, wo war der erste? Verwirrt. Keine Ahnung, wo da der erste Stern sein soll. Bist du gar keine Ahnung. Aber kann jetzt gleich mal nachschauen. Was findest du denn jetzt da? Ja? Oh, Stan hört sich wieder an, das ist nicht mehr schön. Der muss doch irgendwie hier sein. Drauf springt. Nee.
sonst gibt's doch hier nix. Irgendwo noch eins, der. Okay, da hier. Gut, du wusstest gar nichts mehr. Ja, moin. Moin. So. Jetzt mal ein ganz bisschen hier eventuell beeilen. Sagte ich und sprang mal wieder in den Tod, weil er dumm wie Stück Scheiße ist. Hey, was ist denn los, ey? Nein, ich nehme nicht wieder an Hilfsitem. Nein! Was? Siri geht einfach jetzt an. Manche Antenne Bayern spielen zu müssen. Das ist ein lokaler Radiosender hier in Bayern. Hat keine Ahnung, was der Siri-Dienst auf einmal einfach anmachen wollte. So. Ich lasse mir einfach hier ganz gemütlich Zeit. Groß sein müssen, ey. Nein, Scheiße, Mann! Das gibt's doch wohl nicht. Das kann ich denn wieder. Nein, ich will nicht das Hilfs-Item. Ich bin noch so plättert, überhaupt irgendwas hier zu reißen gerade. Das ist doch nicht mal schön. Das war ja auch nicht gut für spätere Level, ne? Sag ich das letzte Mal. Das war so immer einfach ein Scheiße hier. Ich gerade am Struggle bin. As fuck. Lass dann später erst werden. So. Aber egal. Hier gab es noch eine wilde Option, ist uns Stern zu holen. Auch unter der Promise wieder, dass du Speed. Viel auf Speed bist. Aber wir haben das wild gemacht. Haben alle drei Sterne-Level bekommen. Das gleiche ist immer die. Ich fand den Sterne aus dem letzten Level aus. Und komme ich sogar noch oben hin. Perfekt. So gehört das. Wild, wild, wild. Gut, ich habe ein paar Anläufe gebraucht. Das war ja. Das war es nicht so optimal, aber immerhin. Jetzt läuft's. Ich habe nur einmal auch ein paar Runden gebraucht, um reinzukommen. Ist ja klar. Oh Mann, Leute. So, das Captain Toadler machen wir auf jeden Fall in dem Part. Und dann, ich glaube, ist der Part für heute auch schon wieder gut, weil das wäre ja alles nicht so lange Parte. Ja, ich weiß, 3D-World glückt sich bald, weil so überhaupt nicht gut im Nachhinein, aber ich habe halt gerade Bock auf 3D-World und ich will 3D-World einfach als fertig spielen, bevor ich für Bowser's Fury weitermache. Weil ich einfach trotzdem tolles Spiel ist, was es bockt. So, an dies hier kann ich mich null mehr erinnern. Ein Tod kann er auch nur so gemäßig laufen. War zu mies. Das dauert. Da geht's nicht irgendwo lang. Doch. Ist dann einfach gegen der von der Bauer oder sowas, ey. Da gibt's ja nur einen Pilz, aber der Pilz ist auch cool, da hole ich mir auch einen Pilz. Dass er nur noch Münze gibt, ist aber okay. Stimmt, Tod kann er gar nicht mal rennen. Meine Fresse. Ich wollte eigentlich zur ersten Plattform gehen, aber egal, jetzt wird es die zweite halt auch. Gut, das Ding darf mal gern vorbeifliegen. Cool, dass es hier nicht lang geht. Ich glaube, da muss ich irgendwas drücken, warte oben. Sie. Die Frage ist, wie kommt man weiter nach oben? Wenn man da auf dieser Plattform steht. Und dann würde ich fragen, wie kommt man da auf die Plattform? Okay, so ist jedenfalls immer nicht. Sollen wir noch mehr nach hinten? Wie soll man denn da? Ah, okay. Jetzt weiß ich mal, wer da drauf kommt. Nein, ich will der.
Boah. Ey, dieses Stück. War gerade auch leicht inkompetent. Now I'm here. Wait, I have to go into here. Oh, ich muss einfach hier rein. Auch gut. Dann machen wir das einfach like this. Gut, fehlt mir nur noch einer und den bekommen wir jetzt auch noch. Ja, ist fühlt eigentlich die Captain Toad Level, die ein bisschen so ein Rätseln, wo muss man lang, damit das funzt, aber wie ihr seht, die Rätsel funzen und da kommt da halt ein Riesen auf den Schneider am Ende. Und das fühlt sich, das sind einfach nicht irgendwie anstrengende, herausfordernde Level, sind einfach Level, ja, zum Rätseln. Ich find das eigene ist erst wild. Da sind wir mal eine ganze Cap drauf hier. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass sie drauf ist. So. Wild. Da hat Captain Toad gewunken und wir haben wieder ein paar neue Sterne. Ja, es muss, glaube ich, irgendwann mal in den nächsten Parten Bahnsteil wieder anders auf Sternensuche gehen muss. Weil wir irgendwie einfach viel zu wenig Sterne haben, um durch die Runden zu kommen. Ich fürchte es fast. So, in Welt 3, 4 waren wir schon. Aber hier bei dem Kamek, der uns aus dem Weg... quasi am Weg knapp weiter zu gehen. Den werden wir im nächsten Part dran hindern. Bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.